Hallo, hier ist der Callcenter-Crusher mit einem neuen Video. Einen bunten Strauß seltsamer Anrufe habe ich euch heute mitgebracht. Lasst euch überraschen, nach dem Intro geht's los. Ja, bitte. Ja, hallo, guten Tag, Herr Stecken. Ich bin der Alex Meyer von der Finanzmarkt. Ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse an Finanzmarkt. Sie haben vor Kürze sich bei uns registriert. Augenblick, ich habe Sie gerade schlecht verstanden. Können Sie bitte wiederholen? Gerne. Ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse an Finanzmarkt. Sie haben sich ein Konto am 31. bei uns erstellt. Und danach haben Sie Ihr Handelskonto bis heute nicht aktiviert. Wer ist denn da erstmal bitte? Bitte? Wer ist denn da bitte erstmal? Alex Meyer, ich habe dreimal wiederholt. Ja, ich sagte Ihnen ja, ich habe es schlecht verstanden, deswegen frage ich nochmal nach. Gut, alles sehr gerne, sage ich Ihnen nochmal, Herr Stecken. Alex Meyer ist mein Name, ich bin ein Mitarbeiter von Finanzmarkt, also von der Firma von Cryptosoft, wo Sie sich registriert haben, ja? Okay. Da haben Sie ein Konto bei uns erstellt, Sie haben sich registriert, aber um überhaupt handeln zu können, müssen Sie erstmal Ihr Handelskonto aktivieren, was Sie bis heute nicht gemacht haben. Deswegen habe ich mich bei Ihnen gemeldet, um nachzufragen, ob irgendwas schiefgelaufen ist oder ob Sie irgendwelche technischen Schwierigkeiten hatten. Nee, technische Schwierigkeiten habe ich nicht, aber für mich waren das zu wenig Informationen. Okay. Also soll ich das über E-Mail das Ganze an Ihnen zusenden oder soll ich Ihnen erklären, worum es geht? Ja, Sie können mir gerne mal über Ihre Firma ein bisschen mehr sagen. Das wäre interessant. Gerne. Also, Sie werden mit einem MetaTrader anfangen zu arbeiten. Das ist ein vollautomatisches System, ja? Sie haben da die Möglichkeit, investieren auf Bitcoins, auf Ölpreise, auf Ölmarkt, auf Aktionen von Samsung zum Beispiel, von Apple. Und Sie werden während Ihrer Investierung mit Hilfe diesen MetaTrader arbeiten, ja? Ja. Und Sie bekommen auch von uns am Anfang für die erste Woche einen Finanzberater. Der wird Ihnen alles erklären. Sie werden eine Schulungswoche mit denen haben, ja, mit dem Finanzberater. Haben Sie überhaupt Erfahrung in diesem Bereich, Herr Stecken? In welchem jetzt Bereich? Mit Investitionen, mit Bitcoins, mit Ölpreisen. Ich habe schon. Sie schon mal was investiert haben. Ich habe schon investiert, ja. Okay, auf welchen Plattform haben Sie das gemacht? Auf Binance, auf Bitpanda, also wo haben Sie sich? Ich habe schon investiert, aber was und wo, das spielt doch jetzt erstmal keine Rolle. Oder? Okay, auf Bitcoins haben Sie investiert. Ne, ich frage Sie nach, weil wenn. Nein, habe ich nicht, sagte ich. Okay, weil schauen Sie, Sie können einen Finanzberater von uns bekommen, ja, der Ihnen das alles erklärt. Aber wenn Sie schon investiert haben oder überhaupt eine Erfahrung haben, dann kann es sein, dass Sie den nicht brauchen werden, ja? Deswegen frage ich das nochmal nach. Brauchen Sie überhaupt einen Finanzberater von unserer Firma, der Ihnen das Ganze also erklärt und weiterhilft die erste Woche? Wie gesagt, der ist sowieso gratis für Sie. Ich habe bis jetzt mit Aktien gehandelt und deswegen mit Bitcoin habe ich keinerlei Erfahrung. Okay, dann werden Es ist Sie sehr laut bei Ihnen. Können Sie das mal ein bisschen irgendwie ändern? Leider nicht. Das muss so sein. Das muss so sein, dass man... schon sehr, sehr komisch. Also ich... Das ist sehr laut. Ich höre Sie ja kaum. Warum machen Sie das eigentlich, dass so laut Musik ist? Sie sind doch jetzt im Kundengespräch. Genau, aber das gehört so. Ach, das gehört so, dass man den Kunden kaum versteht und dass der Kunde sie kaum versteht, das gehört so. Das Nein. ist ja sehr seriös. Sie verstehen mich ja. Ja, aber nur sehr schwer. Okay. So, haben Sie jetzt irgendwelche offene Fragen noch, Herr Stecken? Ja, Sie haben ja noch gar nichts über Ihre Firma gesagt. Wie hieß Ihre also, Firma okay. nochmal bitte? Unsere Firma. Ja. Cryptosoft. Cryptosoft. Ja. Ja, dann kann ich da ja mal auf die Seite gehen. Cryptosoft. Und dann die Domainendung ist? .com. .com.
Jetzt höre ich wieder nichts mehr. Es ist fürchterlich anstrengend mit Ihnen. Bitte? Es ist fürchterlich anstrengend mit Ihnen, wenn Sie sich dauernd stumm schalten. Okay, Sie sagen, das ist laut, deswegen habe ich stumm geschaltet für Sie, damit Sie keine Ahnung. Ja, Sie sollten vielleicht einfach mal die Musik leiser stellen, das wäre sinnvoller. Wir haben 1000 Mitarbeiter hier, ja? Ja, und deswegen braucht man so laute Musik. Es gehört so halt, also ich kann selbst das nicht ändern, Herr Stecken. Verstehen Sie mich auch, ich bin nur ein Mitarbeiter. Okay, es ist wirklich sehr anstrengend für Ihre Kundschaft. So, also Cryptosoft ist Ihre Webseite, Ihre Firma. Genau, Sie haben durch unsere Werbung sich registriert und da haben wir noch Investpoint. Mit auf diesem Plattform werden Sie auch anfangen zu traden. Schreiben Sie auch mal, also recherchieren das auch gleich nach, ja, Investpoint. Ida, Nordpol, V. Was? Also wie Augenblick langsam. Sie haben gesagt, Ihre Firma ist Cryptosoft. Genau, und wir und unsere Handelsplattform ist Investpoint. Also Investpoint. Genau, das ist unsere Handelsplattform, ja? Ja, gut. Investpoint. Genau. Und dann, wie geht's weiter dann? .de oder so? Nein, Pro. Paula Richard Otto. Pro. Okay. Dann können wir da ja mal schauen. So, und Ihr Firmensitz ist wo? In Frankfurt. In Frankfurt? Mhm. Mhm. Das ist, und von wo aus rufen Sie jetzt an? Aus Frankfurt, aber die Telefonnummer kann auch nicht deutsch sein, sondern österreichisch oder aus Schweiz. Das wird automatisch ausgewählt. Nee, das ist ja schon verboten. Das ist ja Bitte? Schon verboten. Das ist verboten. Es ist verboten, von einem anderen Land anzurufen, in dem man sitzt. Das heißt, wenn Sie in Frankfurt sitzen, müssen Sie mit einer deutschen Rufnummer anrufen. Wir sind eine internationale Firma, ja? Das spielt keine Rolle. Unsere Telefonnummern werden automatisch ausgewählt über unserem Programm, wenn wir anrufen. Ja, das spielt keine Rolle. Wenn Sie aus Deutschland anrufen, müssen Sie eine deutsche Telefonnummer haben. Ich sehe jetzt nicht, welche Telefonnummer ich habe, ja? Es kann auch eine deutsche sein oder auch eine österreichische. Ich ja, weiß es und gar das nicht. Und das ist schon mal der Punkt, okay. Wo sitzen Sie denn in Frankfurt? Das darf ich Ihnen aus Datenschutzgründen leider nicht sagen. Sie dürfen mir nicht sagen, wo Ihre Firma sitzt in Frankfurt. Sie meinen, wo ich sitze, nicht unsere Firma? Nein, Sie haben gesagt, Sie sitzen in Frankfurt. Sie rufen jetzt aus Frankfurt an und Sie dürfen mir die Firma nicht sagen. Hallo? Hallo, guten Morgen, Herr Nassebart. Ja? Dora Rossi ist mein Name und ich melde mich von TCR International. Das ist eine Online-Handelsplattform und wie ich gerade in meinem System sehe, Sie haben Interesse geäußert, ja? Ja, welche Firma war das nochmal? TCR International.cc. Das sagt mir so gar nicht. Warum? Sie haben angemeldet bei uns. Ja, offensichtlich bei Ihnen nicht, weil sonst würde mir der Name ja das sagen. Ja, sogar Sie haben Interesse geäußert gegen Bitcoin. Ja, aber Ihre Firma sagt mir noch nichts. Der Name Ihrer Firma. Wann habe ich mich denn da angemeldet bei der Firma? 26.01. Und bei dieser Firma? Ja, genau. Also dann würde ich das ja wissen im Prinzip. Wie heißt die Firma nochmal bitte? TCR International heißt unsere Plattform. TCR International. Ja, und weiter? .cc. .cc. Ja, genau. Das sagt mir ja noch nicht so viel. Okay, okay. Na gut. Haben Sie irgendwo Handel angefangen oder noch nicht? Nee, ich habe noch nicht angefangen. Ja, also Sie haben bei uns sehr gute
Möglichkeit, Handel anfangen und Geld gewinnen, wissen Sie? Weil von meiner Seite bekommen Sie automatische Software und Finanzexperten zum Hilfe natürlich. Und Sie können auf dem Bitcoin mit verschiedenen Kryptowährungen, Aktien, Indizien Arbeit anfangen, also Handel anfangen mit uns, ne? Mhm. Darum habe ich auch angerufen. Ja gut, aber TCR International, wie wird denn das geschrieben? Weil Ihre Webseite kann ich nicht finden. Also, kein Problem, ich buchstabiere das, ne? Ja. Also TCR Bindestrich, ein Minuszeichen. Aha, und dann kommt das hatten Sie nicht international, gesagt. Ach so, entschuldigen Sie bitte. Dann kommt die International, genauso wie Sie es hören. Und dann kommt CC, Punkt CC. Okay, dann müssen wir da jetzt nochmal gucken. Mhm, schauen Sie es. Und Sie brauchen auf jeden Fall einmalige Passwort von meiner Seite, ne? Ja, das kann durchaus sein, aber erstmal muss ich ja erstmal gucken, was das für eine Firma ist. Ja, recherchieren Sie es, das ist kein Problem. Ja, ich guck gerade. TCR International CC wird auch nicht gefunden. Auch nicht. Okay, soll ich das buchstabieren? Also T wie Theodor, C wie Cäsar, R wie Richard. Ja. Dann kommt ein Minuszeichen, Bindestrich. Und dann kommt ganz normal, international, Punkt CC. Ja. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Ja. Nee, wird nicht gefunden. Die Seite gibt's nicht. Das finde ich ein bisschen komisch. Ja. TCR international.cc. Ja, genau. Nee, gibt's nicht. Doch. Nein. Ich sehe es doch hier auf meinem Browser. Seite okay, wurde nicht gefunden. Also das finde ich ein bisschen komisch, ne? Ja. Haben Sie alles richtig geschrieben? Natürlich. Wie Sie buchstabiert haben. Alles klar. Ja, haben Sie schon seltsam. Ja, also das finde ich ein bisschen komisch auch, weil wir sind ganz große Plattform, Onlinehandelsplattform. Wir haben über tausende Kunden und das ist normal. Warum finden Sie es nicht? Ja, weil die Webadresse nicht stimmt offensichtlich. Theodor, Cäsar, Richard, Minus, Ida, Nordpol, Theodor, Emil, Richard, Nordpol, Anton, Theodor, Ida, Otto, Anton, Ludwig, Punkt, Cäsar, Cäsar. Ja, genau. Ja, wird nicht gefunden. Die gibt's nicht. Mhm. Die gibt's nicht. Okay. Dann, leider können wir nicht mehr sprechen, weil Sie finden diese Seite, diese Plattform nicht. Ja, weil es sie nicht gibt. Doch. Nein, gibt es nicht. Ich sehe es doch hier. Ich arbeite in diesem Bereich schon 7 Jahre und ich arbeite für meine Plattform natürlich. Und wenn Sie mir jetzt sagen, das gibt es nicht, das finde ich... Ja, also wie gesagt, wenn mein Browser mir sagt, die Seite wird nicht gefunden, dann gibt es diese Seite auch nicht. Mhm, ja. Alles klar. Ja, so ist es nun mal. Dann, vielleicht gucken Sie dann vielleicht nochmal genau nach, wie Ihre Webseite heißt, weil das, was Sie jetzt gesagt haben, stimmt nicht. Doch, weil ich habe geöffnet meine Plattform jetzt im Moment und klar, das gibt's. Was steht denn davor, vor dem TCR? TCR? Vor dem TCR. Gar nichts. Gar nichts. Nee, dann stimmt das nicht. Dann haben Sie die falschen Daten. Das ist falsch. Komisch. Wann habe ich mich denn da registriert? Und wo? Am 26.01. Und auf dieser Webseite, die es gar nicht gibt, habe ich mich registriert.
Doch, doch. Doch. Ich sehe alle Ihre Daten hier, sogar die Mailadresse, Ihre Telefonnummer, Name, Nachname. Ja, also, was? Ja, und welche Mailadresse haben Sie denn da von mir? Also das kann ich nicht leider sagen, ne? Ah ja, das passt ja dann zu dem. Sie können meine Mailadresse nicht sagen. Ja, gut, okay. Mit wem wollten Sie denn sprechen? Mit Ihnen natürlich. Ja, und mit welchem Namen? Habe ich auch am Anfang gesagt, oder? Ja, ich frage ja jetzt nochmal nach. Mit wem, welchen Namen haben Sie da stehen bei Ihnen? Also, ja, Rundens. Sagen Sie doch. Mit welchem so Namen? Was. Bitte? Rundens. Was? Rundens. Ich verstehe Sie leider nicht. Nein, dann. Okay, alles klar. Dann alles Gute. Tschüss, Betrüger. Ja. Tschüss, Betrüger. Tschüss. Hallo. Guten Tag, hallo. Sebold, mein Name. Wäre kurz der Herr da, Thomas Adamczyk. Ja, das ist richtig. Grüße, Adamczyk aus dem Hause Trades. For you melde ich mich. Und zwar geht es ja um Ihren Account im Onlinehandel, also Trading. Ja. Wo habe ich? Gar nicht vervollständig unter. Ja. Das war bei tradesforyou.com unter t.hadamczyk@web.de. Und da wollten wir eigentlich nur fragen, woran es eigentlich lag, dass Sie nicht weitergekommen sind, beziehungsweise aktiv. Wann hatte ich mich da registriert? Das war letztes Jahr. Letztes Jahr ist ja nun ein langes. Das ist ja. Genauer haben Sie es nicht irgendwie. Ja? Sehr gut. So, ich melde mich wegen Ihrem Interesse an Onlinehandel. Sie haben bei unserer Firma eine Anmeldung gemacht und ich wollte Ihnen ein paar Informationen über Onlinehandel geben, wie das alles funktioniert. Wann habe ich die Anmeldung gemacht? In Onlinehandel, Herr. So, ich habe nicht gefragt. Ich habe gefragt, so. Wann ich die Anmeldung gemacht habe. Wie bitte? Oh, lernen Sie doch erstmal Deutsch. Entschuldigung, aber dein Handy. Was? Okay, sehr gut. So, nochmal, sag mal bitte. Ja, die Frage war, wann ich diese Anmeldung gemacht habe. So, über Kryptowährungen, weißt du? Nicht du, sie. Sie, Entschuldigung. So, und wann habe ich die Anmeldung gemacht bei Ihnen? An Deutsch, Börse. Wann? Verstehen Sie kein Deutsch? Wann? Nicht wo. Wann? Herr. Nennen Sie mich bitte beim Nachnamen, Herr. Aber deine Nachname ist... Nein, nicht deine, Ihre Nachname. Also, wie heißt ich mit Nachname? Mein Gott, sind Sie dumm, Sie sprechen ja gar kein Deutsch. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Herr Meldersklopfer. Aha. Ist gut jetzt? So, und wann habe ich die Anmeldung gemacht? Sie hat eine Anmeldung an Onlinehandel. Und wann habe ich diese Anmeldung an Onlinehandel? Herr. So. So, beantworten Sie jetzt meine Frage. Aktienindex. Wann habe ich diese Anmeldung gemacht? Entschuldigung, eine Sekunde. Nee, das entschuldige ich nicht. Was Sie gesagt, bitte? Ach, machen Sie mal die Musik aus, dann hören Sie auch was. Mein Gott, sind Sie peinlich. Ein dummer Scammer. Und dann auch so ein dummer. Oh Mann, Sie machen sich sowas von lächerlich. Ach so, ganz Deutschland lacht Sie aus. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Herr Rosenmüller, mein Name ist Nicole Svalbard, ich bin Finanzmanager der Firma Simple Trading und telefoniere bei Geneva Interesse. Nicole Svalbard. Mhm, okay.
Ich telefoniere von der Firma Simple Trading und möchte Ihnen ein bisschen mehr über Ihre Möglichkeiten des zusätzlichen passiven Einkommens auf dem Finanzmarkt erstellen. Sie nuscheln so sehr, ich verstehe Sie kaum. Okay, ich bin von der Firma Simple Trading und früher haben Sie mit meiner Kollegin kommuniziert über Ihre Möglichkeiten des passiven Einkommens. Ja, verstehen Sie? Ja, und jetzt möchte ich bitte wissen, in den nächsten Tagen hatten wir Sie nicht telefonisch erreicht. Vielleicht haben Sie jetzt irgendwelche noch mehrere Fragen oder möchten Sie Ihr Handelskonto schon aktivieren oder brauchen Sie noch irgendwelche Informationen dazu? Nö, wo sitzt Ihre Firma doch gleich? Meine Firma heißt Simple Trading. Wir sind ein internationales Unternehmen. Ich habe was anderes gefragt. Wo ist der Sitz Ihrer Firma? Wo ist unsere Firma? Der Hauptsitz der Firma befindet sich in London, Großbritannien. Und unser Sitz in Deutschland, befindet sich in Frankfurt am Main. Ah ja, okay. Und wo in Frankfurt am Main? Brauchen Sie die exakte Adresse? Einen Moment. Richtig, genau. Kann ich Ihnen alle Informationen über unsere Firma per WhatsApp schicken? Haben Sie WhatsApp an dieser Nummer? Können Sie ja gerne mal versuchen. Ich habe Lizenz, eine Seite, wo Sie alles prüfen können und auch die Adresse und so weiter, damit Sie alle Informationen. Kann ich Sie dann in 5 Minuten anrufen, wenn Sie das alles sehen? Ja, Sie können mir ja erst mal sagen. Ich habe Sie jetzt am Telefon. Dann sagen Sie mir doch jetzt mal die Adresse, wo Sie sitzen in Frankfurt. Ah, Deutsche Börse AG Frankfurt am Main. Na, Deutsche Börse AG ist ja nicht Simple Trading. Ja, doch. Nein, ist nicht. Ja, aber wir zusammenarbeiten mit Deutscher Börse. Nee, sind Sie nicht, das weiß ich schon. Sie arbeiten nicht zusammen mit der Deutschen Börse AG. Das Wer hat Ihnen das gesagt? Die Deutsche Börse AG hat es mir gesagt. Wirklich? Ja. Mit wem haben Sie aus solcher Börse kommuniziert? Mit einem Mitarbeiter der Deutschen Börse AG. Und der hat mir gesagt, dass Sie nicht mit... Kann ich bitte den Namen wissen? Nee, können Sie nicht. Das geht Sie gar nichts an. Okay, also ja, nennen Sie mir jetzt Ihre Adresse in Frankfurt. Ich habe Ihnen schon gesagt, unsere Adresse ist nur für unsere Kunden. Nein, ist es nicht. Doch. Okay, also warum rufen Sie dann mit einer Nummer aus Österreich an? Wir benutzen die IP-Telefonie. Ja, das ist so auch verboten. Sie sitzen doch in Frankfurt, dann sollten Sie das wissen. Okay. Womit ist das verboten? Können Sie mir bitte sagen, mit welchem Gesetz ist das verboten? Natürlich, kann ich Ihnen gerne sagen. Wenn Sie mich zu Wort kommen lassen, kann ich Ihnen das gerne sagen. Wenn Sie in Deutschland sitzen, müssen Sie mit einer deutschen Telefonnummer anrufen und nicht mit einer österreichischen Telefonnummer. Das ist seit dem 1.12. letzten Jahres verboten. Das nennt sich Spoofing. Sie täuschen eine falsche Telefonnummer vor. Und in welchem Gesetz steht es, dass ich nur aus Deutschland anrufen soll? Ein Moment. Und der zweite Moment ist, ich rufe auch österreichische Kunden an. Und ja, aber Sie können mir dasselbe sagen. Wenn Sie in Deutschland sitzen, müssen Sie mit einer deutschen Rufnummer anrufen. Okay, ist es verboten, die IP-Telefonie zu nutzen? Ja, mit anderen Rufnummern ist es verboten, tatsächlich. Sie müssen eine deutsche Telefonnummer haben. Ob das über IP ist oder richtiges Telefon, ist völlig egal, Sie müssen eine deutsche Telefonnummer haben. Ja, das steht nicht im Gesetz von Deutschland. Doch, das steht drin. Am 1.12. letzten Jahres ist das festgelegt worden, ist es Gesetz. Bitte teilen Sie mir die Nummer des Artikels mit. Soll ich Ihnen das raussuchen? Sie sind ja sowieso zu dumm, es zu verstehen. Ja. Nein, ich bin gar nicht zu dumm. Sie sind zu Doch, dumm, um für Ihre Worte zu antworten. Sie sind nicht weiter als ein dummer Scammer. Sie möchten mir sagen, was Sie ausdenken und ich soll Nein. glauben. Nein, das ist nicht, wie es ich geht. Möchte ausdenken. Ja, ja, Sie sind ein dummer Scammer. Das ist alles.
Sie haben zu große Fantasie und ich wünsche ja, ich Ihnen, große Fantasie. Damit Sie ja, diese Fantasie in richtigen Zielen benutzen, ja. Und nicht den anderen Leuten sagen, dass sie dumm sind. Ja, sie wissen die Gesetze Leute, gar nicht und sie denken ihre Gesetze aus. Auf Wiederhören. Das ist ein dummer Scammer.